Hey ho, seid mir gegrüßt zu dieser letzten Folge von der Reise nach Emlomar, dem Let's Show Minecraft von minenarbeit.de. Ich bin euer Vorbuddler und das ist Zweiter Wolf. Ich bin sehr glücklich, dass wir uns wieder getroffen haben hier nach einigen Eskapaden auf unserer Reise. So, ich stelle mal wieder alles an den Platz und jetzt machen wir uns auch schon auf. Die Sonne ist gerade aufgegangen. Schon vor einiger Zeit. Beim letzten Mal sind wir ja über den Seeweg hier angekommen. Ja, und diesmal laufen wir aber wieder zu Fuß weiter auf der letzten Etappe. Bis zur Südburg, die ich doch hoffe zu erreichen heute im Laufe des Tages. Die Südburg ist eine kleine Grenzstadt oder eine Zollstation, wie auch immer man das nennen mag. Von dort aus, ach, da kann man das auch mal mitnehmen hier, den Knochen, so, sehr schön. Von dort aus muss man dann entweder mit dem Schiff oder schwimmend oder mit der U-Bahn nach Emlomar hinüberfahren. Ein paar Schweine, habe ich denn überhaupt? Ach, ich habe eigentlich genug. Dann lasse ich die Schweinchen mal in Ruhe. Ich wundere mich jetzt allerdings nur, weil Zweiter Wolf nicht auftaucht. Der müsste ja eigentlich spawnen, ich vermute mal. Der alte Eisenbahnfanatiker ist wieder in die Karre reingesprungen. Kann nicht wahr sein. Der sitzt wirklich wieder in der Karre, wenn ich das jetzt richtig gesehen habe, ne? Ah, Zweiter Wolf, immer, du hältst uns hier nur auf der Reise. Jetzt komm da weg. Komm hier hin und jetzt mach Sitz. Meine Güte, das ist ja nicht zu glauben. Ja, diese Booster-Tracks hier wieder hinzustellen, kann ich mir eigentlich schenken, da in dieser Woche jetzt Beta 1.6 rauskommt und die manuellen Booster dann nicht mehr funktionieren werden. Ich werde ja nicht müde, das immer wieder zu erwähnen, damit alle Bescheid wissen. Ich will auch versuchen, auf jeden Fall noch zu schaffen, alle meine Strecken, die ich bisher gebaut habe, mal abzufilmen. Ja, das wird ein ziemlicher Aufwand. Ich werde dann auch einen Film zusammenschneiden müssen, wenn man das nicht alles in einer Viertelstunde unterbringen kann, schätze ich mal. Aber es wäre natürlich zu schade, dass ich jetzt diese ganzen Rail-Strecken aus den Augen verlieren würde. Das ist, weil jetzt spiele ich ja inzwischen hauptsächlich nur noch in der Let's Play-Welt, der Swampweed-Welt. Swampweed-Welt. Ja. Hier nochmal ein paar Schafe. Ja, es gibt viel zu tun für mich in den nächsten Tagen. Deswegen jetzt bitte nicht so quengeln. Jetzt quengeln immer ja welche. Oh, wann kommt nächste Let's Play? Dann macht man ein paar Let's Plays. Oh, wann kommt denn Let's Show? Reise nach Emlomar. Dann wollen wieder was andere, wollen wieder was erklärt haben. Ne? Also diese Woche wird sehr hektisch für mich. Ich versuche mal ganz entspannt zu bleiben. Ich muss auch sagen, ich habe jetzt schon Let's Play-Folgen, ich glaube, inklusive 25 abgedreht. Ja, die werde ich... Ich bleibe immer mal wieder stehen, denn das ist ja ein Let's Show hier. Ne? Für alle, die jetzt wieder einschalten und sich ärgern, dass ich jetzt nicht weiterlaufe. Ne? Macht euch das bewusst, Freunde. Nein, und dann kommt ja Beta raus heute, diese Woche. Und ja, da muss ich natürlich auf jeden Fall, möchte ich da wieder ein Erstbespielungsvideo machen. Das ist doch klar. Was macht immer großen Spaß, weil ich mich dann immer so tölpelhaft anstelle. So, das ist hier nur Strand, das ist nicht, eigentlich nicht, keine Wüste oder so. Ich weiß auch gar nicht mehr, wie weit ist der Weg, das ist schon noch ein Stückchen. Ah ja, ich sollte wirklich mal jetzt durchlaufen. Jetzt, ich versuche gerade, ich war ja länger nicht hier, ne? Ich habe mich ja um so viele andere Videothemen gekümmert. Auch die Serverwelt ist noch in Vorbereitung, da gucke ich natürlich auch immer noch mal wieder. Auch hier müsst ihr einfach Geduld haben. Das sind alles nur die ersten Erwähnungen, die ich so mache. Das heißt nicht, dass hier morgen oder übermorgen dann schon alles fertig ist. Ne? Das geht nicht so leicht und so schnell. Ne? Das dauert noch ein bisschen. Aber es ist alles noch in der Mache. So, hier auch eine schöne Gegend. Ich auch mal irgendwie noch... Eigentlich müsste ich jetzt mal so ein paar Bäume fällen. Da die Birken, die finde ich ja immer ziemlich cool. Hier ist jetzt Sicherheit. Hier habe ich wieder so ein Shelter eingebaut. Ja, das ist ganz winzig. Hier oben, da weiß ich ja, krabbeln nachts dann immer so Spinnen drauf rum. Das sieht immer unheimlich aus. Geh aus dem Weg. Zweiter Wolf, komm. Komm hier. Hier geht's lang.
Ja, und mal eine Brücke gemacht, die ich auch beleuchtet habe. So wie sich das gehört, ne? Ich habe es tatsächlich auch mal geschafft, in der Nacht hier den ganzen Weg zurückzulegen. Wenn man richtig durchläuft und nicht ausgerechnet einen Creeper so in den Weg springt, dann schafft man das meistens auch. Ja, hier habe ich einen Fehler gemacht an der Brücke, ne? Das ist natürlich total blöd, die ist viel zu niedrig. Wenn ich da mit dem Boot ankomme, hau ich mir den Kopf auf. Und das tut ziemlich weh. Ja, ich habe dann ziemliche Blessuren dann und das ist nicht, natürlich nicht gut. Man kommt da drunter her mit Anlauf, aber es macht dann so gedung, 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 gedung. Ne? Und immer auf den alten Eierkopf. Das ist eine sehr schöne Gegend hier oben. Ist auch so eine Art. Ja, es ist eigentlich auch eine Insel hier. Die hätte ich eigentlich auch schon nehmen können, um Emblema zu bauen. Hatte ich sogar kurz vor, doch dann war ich. Da habe ich gesagt, komm, ich bin immer noch nicht weit genug weg und ich renne lieber noch einen Tag weiter. Das ist jetzt die letzte Schutzhütte, die ich gebaut habe. Inzwischen auch vor kurzem eine U-Bahn-Station hier angebunden. Oh. Ich bin wirklich am Zweifeln, ob ich das schaffe. Ich will jetzt natürlich nicht riskieren. Komm, wir versuchen das einfach mal. Es wird knapp, ne? Aber ich. Das gibt euch doch gleich das richtige Feeling, das man hat, wenn man halt von Wiesenfels wirklich am Stück durchläuft. Man startet so am Morgen. Man rennt die ganze Strecke, die wir jetzt hier gemacht haben, die ganze Reise, wirklich mal am Stück durch, ohne Stopps. Da kommt man tatsächlich dann abends in der Abenddämmerung an der Südburg an. Es gibt euch jetzt mal so richtig so das Feeling. Das wird dann gegen Abend immer etwas knapp. Ja, notfalls springen wir einfach nochmal irgendwo auf die Bahnschienen und rennen dann da so. Die ist ja relativ sicher. Ja, das war ein Spaß. Hier war ich noch so groß dabei und hab dann alles doppelspurig gebaut. Hinterher wurde der dann nur noch so pisselig, der Weg, ne? Und angedeutet. Ist immer so eine Sache, wenn man nicht auf dem Server spielt, dann hat man nicht unendlich Material, was man sich mal eben machen kann. Man muss ja wirklich alles abbauen. Also das tun, was gerade in der Let's Play-Serie noch so viel gemacht wird. Dass wir da ständig auch nochmal in Höhlen müssen und mal so, ne? Das muss einfach sein. Ich werde das wahrscheinlich auch in Zukunft mal so noch ein bisschen beschleunigen, dass ich schon ab und zu mal selber. Pass mal auf, Hund. Du bleibst jetzt mal hier draußen. Oh, der springt immer weg. Das ist ziemlich schwierig mit den Hunden. Bleib doch mal hier, komm. Und Knochen in der Hand halten, ne? Da kommt der, glaube ich, mit. So, und jetzt mal. Sitz! Alles klar. Ich habe keine Lust. Diese Höhle ist noch relativ gefährlich hier oben. Es wird dunkel. Ich zeige euch nur schnell, dass hier unten mal ein Dungeon war. Ja. Inzwischen ist hier. Habe ich natürlich völlig geplündert, aber hier kommen immer mal wieder so ein tiefes Loch, wo ich noch nie war. Und hier drüber gucken auch immer noch irgendwie ab und zu mal Skelette. Und deswegen haue ich jetzt mal schnell ab. Es wird jetzt höchste Zeit. Es ist aber nicht mehr weit. Dann haben wir sogar noch ein bisschen Zeit. Wir müssen noch durch diesen Canyon hier, dann haben wir es bald geschafft. Wir haben sogar noch ein bisschen Zeit, uns auf der Südburg umzugucken. Tada! Ja, das ist die Südburg. Nicht, dass er denkt, das wäre schon Emlomar. Das ist hier nur so die erste Südburg. Die habe ich auch noch mal so ein bisschen ausgebaut. Und, ich renne mal rein, dass der zweite Wolf auch hier hinkommt. Bist du drin? Nun komm. Noch weiterlaufen. Wo ist der denn jetzt schon wieder, der Hund? Ach, Gott sei Dank. Was sitzt du denn da in der Treppe? Komm mal hier hin. Komm mal hier hin. Oder da ist auch gut. Komm, setz hin. Ja. Wunderbar. Ja, hier bin ich dann irgendwann angekommen. Es war eine sehr schöne Landschaft hier, auch mit der Küste hier vorne. Da habe ich dann gedacht, komm, hier baust du jetzt mal. Hier machst du Feierabend. Hier baust du jetzt eine neue Burg hin. So, und da habe ich dann nicht besonders lange durchgehalten. Das ist jetzt auch so eine kleine Festung, auch ein. Wie man es nennen mag. Kleine Burg, größeres Kastell, keine Ahnung. Ne? Hier gibt es so ein bisschen so einen Ausguck. Da ist auch schon was am Ankommen. Oh, das ist ein Creeper, wenn ich das richtig gesehen habe. Ich weiß gar nicht, wie ich jetzt hier so gerade ausgestattet bin. Die Creeper haben mich natürlich ordentlich, haben mir natürlich ordentlich zugesetzt.
Das ist wimmelt hier wirklich. Hier sind Wälder. Hier komme ich oft zum Baum. Also dieser Wald ist schon 3, 4 Mal ist der wieder aufgeforstet worden von mir. Sehr schön ist natürlich hier oben der Turm. Ah, da hatte ich oben auch überall immer noch Feuer drauf hier. Noch richtig früher wie früher mit den Baumstämmen. Ne? Das geht ja nicht mehr. Ich habe es bisher nicht mit Netherrack irgendwie ausgebessert. Von hier oben kann man auch super so die Viecher bekämpfen. Ja, da sind wir hergekommen aus diesem Loch. Da oben ist noch so ein helles Loch im Berg. Da habe ich aber nur Steine abgebaut am Anfang. Das war irgendwie nicht so spannend. Hier ist nett, hier kann man auch öfters mal so gegen Viechzeug kämpfen. Gegen die Kugel brauchen wir jetzt nicht zu kämpfen. Es ist unnötig. Wir können uns lieber mal das schwarze Schaf holen. Dann können wir auch hier mal. Ach, geh mal weg. Wir können auch mal hier rein. Das ist natürlich klar. Ne? Das Übliche, sag ich mal. Hier unten habe ich jetzt noch. Hier kommt der Wasserfall von oben. Er kommt hier runter und fließt. Hier ist es draußen. Ne? Das war so mein erster Wasserfallversuch, glaube ich, wo ich mal versucht habe, so ein Wasser ein bisschen zu leiten. Also auch ein geschichtsträchtiger Ort. Überhaupt war ich hier sehr gerne und jetzt muss ich auch mal gucken, warum denn bloß der Zombie, ja, das ist immer sehr laut hier, aber eigentlich spawnt nichts innerhalb der Burg. Es ist eigentlich alles immer okay. Ah, da ist wieder so ein Creeper. Habe ich den? Das ist jetzt natürlich völlig die Pfeilverschwendung, weil eigentlich brauche ich den jetzt nicht abknallen. Der tut mir ja nichts und was soll's, ne? Ja, hier ist der Brunnen von oben, ne? Dieser Wasserlauf. Hier oben habe ich dann immer so ein Feld angelegt. Das ist inzwischen auch völlig verwahrlost. Hier stand also Getreide drauf. Das war sehr praktisch. Hab mich natürlich jetzt ewige Zeit nicht mehr darum gekümmert. Aus bekannten Gründen. Ja, dann zeige ich mal den Wolf. Saß ich immer noch da sitzen. Den zweiten Wolf nehmen wir natürlich mit nach Emlomar rüber. Aber noch ist es nicht so weit. Ich zeige euch erstmal, wir müssen uns. Ich muss mich auch noch entscheiden hier, wie ich das denn mache. Fahren wir mit dem Zug rüber. Sollten wir vielleicht eigentlich einfach machen, ne? Dass wir dann in der nächsten Folge einfach darüber fahren. Ihr seht, das ist ein Unterwassertunnel. Und dort hinten, die erste, ist schon eine Station zu sehen. Das ist auch noch die Strandstation von Emlomar. Wir könnten auch mit dem Boot fahren. Emlomar hat ja ein Hafenviertel, was aber ein bisschen außerhalb der Stadt liegt, der eigentlichen. Und dennoch verbunden ist. Das zeige ich euch dann alles nochmal in Ruhe mit dem, wenn wir dort drüben sind. Da mache ich natürlich so, nochmal ein paar Folgen. Let's Show. Von Emlomar starten wir dann aus auch noch ein paar Reisen in die Umgebung, in die nähere und auch die fernere Umgebung. Was dann allerdings sehr schwierig wird, weil wir dann ja diese Booster Tracks nicht mehr und die Schienenwege, die ich hier so habe, nicht mehr benutzen können. Da muss ich mir was einfallen lassen, ob ich dann doch mal irgendwie. Ich habe nicht so viel Gold, ist das Problem. Ich muss mal gucken, ob ich mir einfach ein bisschen Gold irgendwo klaue. Und das alles mal so ein bisschen möbliere. Es geht ja nur ums Angucken und um ein bisschen zeigen. Da lasse ich mir was einfallen. Ne? Und bevor es dann soweit ist, dass wir wirklich übersiedeln, gibt es natürlich auch nochmal einen musikalischen Ausflug, einen Rückblick. Wir lassen die ganze Reise nach Emlomar noch einmal Revue passieren. Mit so schöner Revue-Musik, so irgendwie sowas. Ne? Und ich hoffe, euch gefällt das auch dann wieder. Das gehört jetzt für mich immer so dazu, zu diesen Let's Shows. Jetzt müsst ihr mal alle dran glauben hier, weil ihr mir jetzt ganz furchtbar auf den Keks geht. Ich hoffe, euch stört das nicht so hier, dass ich jetzt die Tiere ermorde, so völlig sinnlos. Ich weiß, ihr seid selber alle so Killer. Ja, und ich muss auch Schluss machen, denn jetzt ist die Folge abgelaufen. Wir haben es wunderschön geschafft in die Südburg. Sicher, wir haben zweiten Wolf mitgebracht auf der Reise. Was kann es Besseres geben? Ne? Also, bis zum nächsten Mal. Und tschüss.